wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Das ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries G-Stores, The Kölschmaker. Wow, was ist denn das für eine Geschmacksauferständerung in meinem Mund? So erfrischend. Und der Geschmack unterdrückt auch meine Hormone. So komme ich nie in die Pubertät. Wow, in drei leckeren Geschmacksrichtungen. Magdalena Brombelbeere, hebräischer Fruchtbrunnen und Mecca-Ananas. Ist das lecker. Keusch goes keuscher, Keusch goes keuscher, Keusch goes keuscher, G-Stores. Von Boytech, führender Hersteller von sexualunterdrückenden Hormonen seit 1602. Also, das ist doch echt ein Schaden. Mein Großvater hat mich immer wieder zwingt, das ist irre. Mein Großvater hat schon guten Boytech-Hormone zu sich genommen. Ich habe da so eine erfrischende Pastille erfunden. Nicht so, was soll denn das sein? Jetzt kann ich, jetzt mit dem fetten Support, habe ich mein Labor ausweiten können. Ihr wisst schon, Leute, dass ihr hier gerade die Unterdrückung von kleinen Timmys. Endlich habe ich das Forschungslabor, ne, meiner Träume mit so einem richtig geilen hier Spindel-Low-Taper-Microwave-Fade, Alter, vorne im Eingangsbereich direkt. Alter, ich war eben gerade in irgendeiner Nebelmatrix, als ich die Tür geöffnet habe. In der Nebelmatrix. Habe ich jetzt diesmal, ich habe wieder keine Taschenlampe mitgenommen, aber hier die Friedensspaghetti. Ich hatte so eine richtig kräftige Auferständerung eben gerade. Wo bist du? Hebräische Friedensspaghetti. Oh, ich habe eine Idee für morgen. Ey. Hebräische Fruchtbrunnen oder was? Vielleicht so eine Punika-Flasche mit dem extra Glub? Was ist Mentos eigentlich? Ist das Stork oder ist das... Keine Ahnung. Das ist Kreisindustrie. Unilever oder... Unitarier, eher von den Unitariern ist das Ding. Urintarier. Da drüben war ein Brettel, ne? Echt? Hast du das Xeng? Ich habe kein Brettel Xeng, aber ich habe auch Angst vor Bretteln, muss ich sagen. Da lag ein Brettel rum. Schon lange kein Brettel mehr. Ja, du willst mich jetzt locken, dass ich das Brettel use. Ich habe genau dieses Brett, was man in Phasmophobia hier finden kann. Genau das habe ich zu Hause als Schneidebrett. Geil. Mit diesem Rückstück. Das Rückstück, du weißt, was ich meine. Ja, also das Rückstück. Das Board rückt. Das Shuffle. Das Geister-Shuffle. Ghost Shuffler. Triangle. Tennessee Ghost Shuffle, das ist auch so ein Ding, ne? Tennessee Ghost Shuffle. Der Geist hat in der Ecke ein Tennessee Ghost Shuffle abgehalten. Vergesst immer die Taschenlampe, weil die eigentlich so unnütz ist irgendwie. Bubbel, Bubbel! Wo? Ihr Schlafzimmer unten? Unter der Treppe quasi, hinter der Treppe dieses. Hier ist ein Bubbel an der Lampe. Ich habe auch einen Mouth. Bubble Mouth, Alter, richtig geil. Ich hab einen richtigen Freshmaker in den Mund geschoben bekommen. Richtigen Flutschmaker. Mann, so ein Frischmachen ins Maul geschoben. Stellst du Cam hin? Ja. Hab ich auch mal eine Cam hier hingemacht. Ich leg mal Thermo rein. Was war das? Weiß nicht. Das war doch eher im Flur, oder? Aber seine Bubble lebt hier drin. Was ist denn jetzt die Cam? Ist die sinnvoll? Weil meine... Weiß nicht, ich muss meine aber nutzen, um wieder rauszukommen. Ich mein... Der hat meine runtergeschmissen und wir haben EMF5. Alter, das ist direkt richtig aggro. EMF. EMF. Das musst du noch... Beim Anklicken. EMF5. You got the ghost. Jetzt neu mit Soundfunktion. You got the ghost. You suck ghost. Was ist denn mit das Böse, der Geist? Okay, wir haben EMF5. Was auch immer da drin haust, ist very strong. Ich habe einen Thermostat reingelegt. Ich schmeiß den erstmal wieder weg und nehme den Callie mit. Könnte ein Gespenst sein. So ein klassisches, gutes, altes Bui-Hu. Einen kleinen Macaulay Culkin 3000. Oh ne, das ist der, was ist das? Der BCR66. Oh, das ist aber eigentlich ein gutes Modell gewesen damals in den 60ern, ne?
Damals in den 60ern top-notch, jetzt aber heutzutage mein Großvater, total veraltet. Der Schichtleiter in einem argentinischen Boytech-Betrieb war. Ist das eigentlich ein Bruderunternehmen von Kreis Industry? Ja. Kann doch irgendwie da auch mit rein, ne? Also Boytech ist ja schon voll integriert. Ja, ja, das ist, ne? Mein Großonkel, der ist 1945 aus dem argentinischen VW-Werk direkt nach Boytech versetzt worden. Ist hinlänglich belegt. Alter. Bist du hier? Warum höre ich dich auf einmal? Hast wahrscheinlich das Mikro nicht runtergedreht. Wo bist du? Ich glaub, das sind paranormale Stimmen. Er hat mir ins Ohr geflüstert. Jarak. Er ist Jarak Obama, hey, Alter. Ja. Was? Ich habe eben gerade so ein leichtes Teebeuteln im Nacken gespürt. Bist du so Jarak Obama? Er ist bei einem Grad, ne? Er hängt bei einem Grad. Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Ist er überhaupt noch hier drin? Irgendwie bist Gefühl, du ein so Kind? Ein Flur. Bist du ein Mann? Also wir hatten eine kleine Reaktion, aber sie war also kein Geräusch an sich gehört. Na, wir haben noch keinen Strom an. Oh. Kann gar nicht funktionieren. Was kann nicht funktionieren? Das Thermometer? Thermo, ja, wir brauchen Strom. Aber wieso? Das ist doch so ein Quecksilber 3000. Normalerweise müsste es doch gehen. Ja, oder aber nicht? Trotzdem muss erstmal der Raum sich quasi... Die Heizung angehen. Er muss sich ausdehnen. Na? Raum muss sich immer ausdehnen. Das ist so eine alte Regel. Was war das? Mein... Hast du gerade gehört? Was ist das? Klang so, als würde irgendjemand hier Nougat stampfen. Eben gerade so ein Dunk-Dunk-Dunk. Bist du alt? Wow! Oh! Oh! Boah, ich bin tot! Was? Oh, ich sehe deine Alter, Pixel. Alter, das ist ein richtig alter VW-Mitarbeiter. Wirklich, so ein Bärtiger. Sich die Knie zerschunden hat. Woran erkennt man die denn? Kann er nicht auch bei Audi oder so sein? Okay, was oder? Ist denn dein psychologischer Gesundheitsstatus? Oh, wir waren gerade schon bei unter 60, glaube ich, beide. Ich weiß es aber nicht so genau. Ich gucke da immer nicht so drauf. Aber mein psychologischer Zustand ist 29. Okay, dann ist es schon mal kein... Was hat uns aber... Welcher hat diese Fähigkeit, dich hart wegzulutschen? Welcher Geist hat das, wenn man ihn anguckt? Vielleicht haben wir ihn auch wir haben ihm vielleicht Phantome zu sehr in die Augen oder so? Geblickt. Eine Banshee ist es nicht, ein Phantom. Ja, ein Phantom. Könnte das noch reinpassen? Naja, aber ein Phantom hat kein EMF und das ist definitiv hochgeschlossen. Was kann denn so ein Gespenst? Was kann denn so ein klassisches Gespenst? Kann fliegen. Es kann fliegen. Was macht denn so ein Reitschuh? Außer den Pokerball abhängen. Ich weiß halt nicht, ob ich mich noch mal reintrauen soll. Nee. Mit 30%? Kann das aber sein? So einen alten Obake? Obake, Obake? Meinst du Obake? Obake wäre keine Dots. Sagen wir mal, wir haben noch keine Dots gesehen. Hatten wir einen Orb? Nee, ne? Doch, du hast ja einen Doch. Gefunden, oder? Ja, ich habe einen Orb gefunden. Dann kann es ja nur noch Obake oder Raichu sein. Was wäre Raichu noch? Nee, warte mal. Ultraviolett wäre Obake. Geisterbox ist raus. Wenn ich Dots rausstreiche, dann bleibt nur noch ein Obake übrig. Wenn ich einen Dots rausstreiche. Dann kannst du den Dots da. Ist da irgendwas Geduzeltes? Ich habe noch nichts Geduzeltes gesehen. Kein Dingel, dann, kein Dudes, dann, kein Dots. Dann nehmen wir einen Obake. Okay, check. Obake, check. Du musst raus. Check, Obake. Aber jetzt wenigstens noch ein bisschen Witwenprämie gibt. Oh, schön der Witwenreiter. Was, Obake? Ich meine, wir hatten ja schon so einen leichten Verdacht. Hans Hexenreiter. Da irgendwie. Hans Hexenjäger, Witwenreiter, Obake. Es war Obake, Alter! Ja, es Bam! Obake! Aber es war halt auch ein sehr teurer Obake, weil ich krieg jetzt nochmal, weil ich gestorben bin, nochmal einen dicken Abzug. Uiuiui. Oh, ui, ui.
So ähnlich, so klang mein Kinderarzt auch immer so, ja, hier, die Hormonspritze machen wir heute in die Pobake. Du hast viele Hormone als Kind anscheinend bekommen. Ja, ich war mexikanischer Wrestler halt. Ich war ein richtiger Luchador. Zumindest haben die Lucha immer gesagt. Ja, ja, das glaube ich dir. Sie haben mich sehr häufig als Lucha bezeichnet. Ja. Luchilla. Oh, Kameras sind teuer. Kameras sind richtig, richtig, richtig high upper class expensive. Let's go. Ich nehme ja noch Parabols mit, oder? Kannst du ein Para mitnehmen? Einfach so. Dann haben wir sie dabei. Na gut, gehen wir rein. Gehen wir rein. Wir müssen das richtig ordentlich ausleuchten und aussaften, richtig abtangeln. Ich weiß gar nicht, ich habe bei Tanglewood damals alles angefangen. Das war die erste, also mit einer der ersten Karten, ja. Damit hat alles angefangen. Ich weiß noch, wie es hieß. Ja, aber guck mal, bei dem Spiel, da haben wir wieder 2, 3 Folgen, dann kommt da nichts mehr. Und dann? Ey, eigentlich, es kam ja eigentlich auch nichts mehr, die Leute wollten mehr. Ja, das ist der Faktor. Mehr. Es kam eigentlich auch nicht so wirklich viel, ne? Wenn man so ehrlich ist. Wir waren die Ersten. Die Hobros, die allerersten. In der Tanglewood. Wir haben die Geister noch gefangen, da war Boytech noch aktiv. Ganz vorne an der Front. Da hat niemand dran geglaubt. Und jetzt ist das eines der erfolgreichsten Spiele ever, ne? Also es spielen ja abends irgendwie 70.000, 80.000 Menschen. Ja. Als das Update rauskam, glaube ich, waren es 130.000 Menschen, die da wieder aktiv am Spielen waren. Das ist irre, wenn man es mal so sieht, ne? Klar, für ein Indie-Game in, der Typ ist in dem Zeitraum, ja. Aber dem wäre doch das Studio fast abgefackelt neulich oder so, ne? War da nicht was? Die 3 PCs, da macht halt ein neues. Hier, ich hab was, Dreier. Wo? Hier, in der Ecke. Und da ist auch ein Bilderrahmen umgeduzelt worden. Na, ist wieder so in diesem Badezimmer-Flurbereich. Flurbad. Im Flurbad, weißt du, hast so einen Flur, wo ein Klo drin steht, was man nicht. Was, das ist ein Flurbar, nennt man das. Flurbar. Meine Großmutter in ihrem Flurbar. Foku Flurbar. Ein Schinken für dich, ein Schinken für mich. Wo ist der Geist? Zeig uns dein Gesicht. Komm schon, lieber Geist. Komm raus und zeig dein Gesicht. Ich will deine Pobake sehen. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Ich glaube, war da ein Bubbel? Ja, durch die Wand ist er gekommen. Im Flurbar? Der ist im Flur rüber zum Bar geflogen. Aber eher so ins Kiezi. Ist er Richtung Kiezi. Ins Kiezi, ja, okay. Aber in Kiezi 1, ne? Kiezi 1, hier direkt vorne am Flurbar. Und nur ganz kurz ist er hier durchgehaucht. Ich filme hier raus Richtung Fluba, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Moment, wo filmst du raus? Hier Richtung Fluba. Ja. Ist das jetzt richtig so mit aufgeklappt? Ja, ne? So. Ja, es muss aufgeklappt sein. Dann hast du den maximalen Fluba-Effekt. Schreib in das Buch! Hier im Kiezi. Was macht der hinten im Kiezi? Oh, hier hat eine irgendwo an der Tür. Eine Tür, oh, ich hol schnell aber die Beleuchtung. Ist so schwach. Ich hol schnell das Ultraviolettfett. Hol mal die ultraviolette Butter. Die ultraviolette Butter. Mit Doppelfettanteil. Ordentlichem Süßrahm. Darmstufe 2. Darmstufe 2? Van Damme Stufe 2. Danach machst du einen Spagat, Alter. Schöne Van Damme. Ja, er ist ja an der Tür. Er bewegt sie, aber es ist kein Fleck. EMF höre ich knackern irgendwo. Auf Schloss Bums knackern sie wieder die Nüsse. Wo bist du? Warte, ich geh mal kurz raus. Vielleicht spricht er nur allein. Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Bist du alt? Brauchst du Hilfe?
Gib uns ein Zeichen. Er hat schönes Maul. Ist Quecksilber ausgetreten. Ich leck's kurz weg. Ja, wir müssen eh Strom anmachen, bevor wir überhaupt irgendwie absilbern können. Ach so, dann geh ich mal nach Silberstrom suchen. Weißt du, wie unsere Gehirne aber auch funktionieren? Irgendwer sagt ein Wort und egal welchen Satz du danach sagst, du fügst es irgendwie wieder mit ein. Oh. Hier ist doch Strom an, hier ist Licht an. Er hat die Tür zugemacht. Ach, Strom ist doch an. Im Waschraum ist Strom an. Was war das? Hast du was gesprüht irgendwie? Ja, ich habe hier so Sprühsalz. Mit Salz aus der Kanne. Mit dem Salz aus der Kanne hörst du jeden Geist in die Pfanne. Thermometer sagt noch über plus. Über plus? Auf plus, plus Graden. Da ist die Bubble. Boah, wie die strahlt. What? Ach, das bist du. Ich bin so froh, wenn wir einen besseren Ämpfeltaler haben, ne? Alter! Was geht da drin ab? Alter, ist das gruselig, wenn du mit dem Ding hier... Hey, hier sind Abdrücke. Hat gesagt, er ist Barack Obama und sein Großvater ist in diesem Haus an einem Aneurysma verstorben. Oh, was war das? Hier sind richtig Abdrücke. Aber der Leuchti sagt nichts. Aber guck mal, gilt das gar nicht als Beweis? Oh, wir haben gar keine Fixies. Was geht da ab? Da geht so eine Disco, es leuchtet rot. Oh mein Gott, war das creepy. Hast du gesehen? Nee, ich war nicht dabei. Oh mein Gott, ich geh da nicht mehr rein, du. Es hat mich richtig geflashmobbt. Ey, guck mal, wenn du auf dem Bild guckst, da an der Flurwand, sieht aus, als würde da jemand stehen oder so. Siehst du das? So, als würde eine Oscar-Figur. Das ist ganz komisch. Wo guckt die Kamera hin? Kamera ist Badezimmer, die kann weg. Und die guckt halt hier so in die Ecke. Ich wollte hier nochmal duzen machen. Weil hier haben wir die Fußabdrücke. Ich habe aber ganz schön Schiss da reinzugehen, du. Weil eben gerade hat der wirklich so ein Studio 69 irgendwie auf mich drauf gejagt. Do a little dance. Make a little love. Get down tonight. Down tonight. Do a little dance. Ja, und so ein Kram hat er eben gerade hier abgezogen. Okay, okay. Schade, keine Crucifix in the bar, ja. Haben wir keine Crucifix? Nee. Aber wir müssen die Didgeridots, glaube ich, auch höher legen, ne? Ja, aber das ist nicht immer so einfach, ne? Okay, hier drüben liegt auch eine Tasse rum. Wer weiß, wo der mittlerweile abhängt, der Geist, ne? Ja. Na, großartig. Im Keller ist ein Pentagramm. Na, toll. Und da, oh, Frostl! Minus? Frostnus. Frostnus de Minus-Temperaturen. Das haben wir jetzt überhaupt nur Gefrier und Dots, ne? Ah ja, ein Orb haben wir auch. Revenant, Jurai, Handtuch oder Onriolo? Jagd. Psst. Ich bin draußen. Ist er da drin? Kann ich ihn sehen? Alter, war das heftig. Aber er hat von oben dann gejagt, ne? Gibt kein oben. Wieso, du warst doch im Keller, oder nicht?
Nee, ich war in der Garage. Also ja, es gibt einen unten, aber es gibt keinen oben. Er ja, kam irgendwo oben. Irgendwo da hinten aus der Ecke kam er wahrscheinlich. Ich gehe da aber, glaube ich, nicht nochmal rein. Das ist mir zu krass. Mit 30, ich weiß nicht. Das haben wir in der Gefrier. Wir haben auf jeden Fall Frost, ja. Frost und Bobbel. Aber wir haben kein Geisterbuch, kein Geisterbubbelech. Doch, glaub, haben wir auch, oder? Bubbelech haben wir. Orb? Ja, einen Orb haben wir. Wir haben Orb und Frost. Okay. Ich würde sagen, ich gehe nochmal einmal ganz kurz rein. Sehr mild irgendwie. Ich gehe einmal ganz kurz rein und gucke, ob er mich frisst. Nimm ein Buch mit. Hier liegt ja schon eins drin. Nimm noch eins mit. Bist du hier? Bist du ein Kind? Das Buch ist Wo trocken, bist oder? Du? Ja, Buch ist trocken. An den Wänden ist auch nix. Gefunden, geleuchtet hat nix, ne? Also, und der hat so viel angefasst an der Tür und so. Hm. Revenant Yurei Onryo. Wir haben halt einfach miese Dots und an den Stellen kannst du auch die Dots nicht so gut platzieren. Hm. Aber Dots hätten wir wahrscheinlich auch schon gesehen, oder? Wenn ich jetzt Dots mal rausstreiche, dann bleibt zu viel übrig. EMF können wir, glaube ich, rausstreichen, oder? Ultraviolett, ja. Dots. Was wäre dann EMF? Geht gar nichts. EMF wäre nichts. Dann raus. Geisterbox oder Geisterbuch? Das Buch hat auch keinen hohen Radius. Du siehst ja den Radius. Vielleicht hätten wir es im Kinderzimmer noch platzieren müssen. Die Bubble ist jetzt auch eher so im Wohnzimmerbereich. Eher so am Wohnzimmer ist noch eine Bubble. Aber Buch hat er ja auch schon gefressen. Hätte er ja auch schon. Er ist jetzt so oft dran vorbeigerannt im Endeffekt. Aber du weißt, wir hatten auch schon oft Geister, die ewig gebraucht haben. Ja, ewig schmewig. Ich bin jetzt mal ganz frech und streiche die Dots mal raus. Und dann bin ich noch frecher und streiche ein Buch mal raus. Und dann bin ich richtig frech und sage, das ist auch weg. Es könnte wieder ein Onryo sein. Was macht denn der Revenant? Revenant? Der hält Predigen. Wird schneller, wenn er seine Opfer jagt. Mhm. Und der Onryo? Ah, wir haben keine Flamme. Aber was guck, wenn er bedroht wird, jagt er weniger gerne und der hat fast gar nicht gejagt. Ja gut, dann nehmen wir mal einen Onryo. Locken wir ihn ein, weil wenn wir reingehen, verlieren wir alles. Ja, ich lock mal einen Onryo, mal gucken. Haben Sie einen Onryo eingeloggt? Ja. Sag mir wo, im Onryo. Wo hast du das Kreuz beim Onryo gesetzt? Es war ein Yurei, wie kann das denn sein? Yurei vorbei, aber dreifache Belohnung gekriegt trotzdem. Aber wir auf Profi, habe ich mal gestellt. Der alten Zeiten willen. Ja, gehen wir nochmal rein? Gehen wir nochmal rein, würde ich sagen, klar. Und aber mal hier so ein. Wahrscheinlich in so ein gutes altes Edge. Wollen wir noch eine Kamera? Ich nehme mal noch eine Kamera mit. Kamera mitnehmen, ja, mehr brauchen wir nicht, oder? Bewegungssensor vielleicht noch, das gibt gut Geld, ne, wenn man. Das stimmt. Bewegungen findet. Und, sollen wir Kruzi mitnehmen oder nicht? Ja, doch, das wäre schon ganz gut. Wir können es zwar wahrscheinlich eh nicht richtig einsetzen, aber. Ey, $30 kostet das? Junge! Das mache ich dir. Verstöcken. Das mache ich dir zusammen mit einem Nudelbild und einer schönen. Mit einer Nudelbrieftasche. Das ist eigentlich so was die Leute im Gefängnis machen müssen, weißt du so? Kreuz für die Kirche. Aus einem Zwirn und zwei Stöcken. Obwohl es auch wiederum gefährlich, weil den kannst du anspitzen, ist auch eine perfekte Waffe, ne? Ja, und der wird nicht vom Metalldetektor erkannt, der Stock.
Ja, gar nichts zu erzählen. Also, nichts, ich auch nothing nichts zu erzählen, to report. Ist mir und egal, was ist da drin los? Immer. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich so auch nicht, Jungs. Irgendjemand hat da richtig reingeschissen und ihr müsst es wegmachen. Ja. Aber so ein Typ, der hat richtig reingekackt. Wo bist du? Bist du ein Dämon der Stufe 5? Ich geh mal nach oben und... Meckst du nach Magdalena Brommelbeere? Ich liebe Brommelbeere. Hier ist ein Schrank offen, aber... Braune Brommelbeere, ne? Die wurde... Wann wurde die entdeckt? Weiß ich gar nicht. 1939 hast du gemeint, ne? Hat ja. den Geschmack braune Brommelbeere zum ersten Mal entdeckt. Oh, oh, ich hatte hier gerade ganz kurz einen Dreierausschlag. Oh, ich habe hier einen Fünfer. Vierer. Ich habe hier einen Fünfer. Unten? Unten in Le Garage. Ich hatte oben einen Vierer. Hätte ich eben... Ja, schon wieder auf 5. Irgendwas ist hier los. Ich hatte oben einen Vierer. Wie geht das denn? Zwillinge vielleicht? Twins? Wer weiß, EMF. Können das Twins sein? Das können Twins sein. Ist das ein Twin-Indikator? Jetzt rausgehen und sagen, voll auf Zwillinge setzen? Jetzt rausgehen und doppelt auf Zwilling setzen? Oder es ist durchgesickert. Der Sickereffekt ist halt auch da. Ja, könnte auch sein. Weil hier hinten hatte ich einen dicken Fünfer auf der Skala. Ja, und das ist auch nach oben Kinderzimmer, oder? Das ist halt die Frage. Nee, das Kinderzimmer ist hier hinten. Oben da quasi. Muss das irgendwie ein Zwilling gewesen sein. Also es war ganz hinten rechts im Haus sozusagen oben. Wir hauen da unten mal einen Bewegungssensor rein. Ein Sickereffekt ist da sehr unwahrscheinlich. Was war das? Ich hat irgendwas Dodong gemacht. Dodong. Ellinge. Einer ist noch im Keller. Hier, ich habe hier einen Wert. Wow, wow, es explodiert. Hier oben. Es werden Türen bewegt. Oh Gott. Alter, hier oben geht richtig Party. Richtig schön dick am Wellensittich. Richtig schön am Sittich, stittig. Ja, wirklich, am Stricher Sittich. Jetzt neu, die neue Vogelzucht im Kreis Industries im Stricher Sittich. Der Stricher Sittich. Hey, Süßer! Alter, wir sind schon richtig abgelutscht. Wir sind schon bei 60. Fingerprints. Okay, warte. Ultraviolett. Ja, es ist aber kein Twin. Die Twin Boys sind da. Boah, wie er die Tür bewegt. Aus. 6 Stunden lang habe ich es gefilmt. Foto gemacht vom... Von allem. Fingerabdruck, Tür hat sich bewegt. Fingerabdruck, Fingerabdruck. Le Drück. Hast du ein Buch? Nee. Komm mit Buch. Paraboli-Moli dabei. Wo bist du? Oh, hier. Er hinterlässt irgendwelche schleimigen Spuren. Wo ist der Fotoapparat? Ah, draußen wieder. Eigentlich musst du so ein Zeug immer drin liegen lassen. Das macht es deutlich einfacher. Hier ist so eine richtig fiese Schleimspur, du. Zertretenes Salz habe ich hier ein Foto. Ich weiß nicht, ob ich gerade ein Geräusch kurz gehört habe.
So ein Jibbi, weißt du? Ja, ich habe paranormale Geräusche aufgezeichnet. Boah, ist wieder eine Taschenlampe. Ich bin eben gerade, um den ganzen Krempel da reinzuwerfen, habe ich erstmal die No-Taschenlampen-Challenge gemacht. No Flash, Alter. Na, was meinst du? War da ein Geräusch? Geisterorb ist noch drin, Dots ist noch drin, Geisterbuch ist noch drin, Gefriertemperatur ist noch drin, Geisterbox ist raus. Ne, Geisterbox gibt's nicht mehr. Ne, Box gibt's nicht mehr, aber mit dem Paraboli habe ich eins aufgenommen. Warum ist Geisterbox? Hast du eine kleine Parabole eingefangen oder was? Ja, eine kleine Paraboli. Vom Paraboli-Ritter. Jetzt mit Globulis. Boah, er hat Licht angemacht. Gin-Geruch oder was? Ein bisschen. Gin-Geruch vielleicht. Was wäre denn das? Prost. Haben wir ein Thermo drin? Hast du ein Thermo? Ja, aber es ist richtig hot. Und es wird noch heißer. Es wird noch heißer. Wirklich, wir gehen auf die 20 Grad. Okay, welcher Geist ist denn hot? Ey, der haut da eine richtig heiße Tasche raus, du. Oh! 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 Ein gebücktes Kind hat mich gefressen! Ein gebücktes Kind hat mich gegessen, oh mein Gott! Nein! Sie kam aus dem rechten Zimmer oben von den beiden. Kam aus also dem da, wo das ganze Zeug vorliegt, ne? Ja, wo die ganzen Sachen liegen, die rechte Tür, da kam sie raus. Sie ist direkt hier hinten also in der Ecke hier. An dem Wecker gespawnt sozusagen, ja. Alter, hier macht da oben so viele Aktivitäten, das macht mich richtig nervös. Ich habe darauf gesetzt, dass es keine Jagd ist, sondern so ein kleines Geister-Event, deswegen bin ich nicht direkt weggerannt. Ah, aber es ist cold. Wie cold? Nicht cold? Also nicht cold genug, meine ich. Nicht cold genug. Boah, ich hab gar keine Psyche mehr. Ich bin das, bei null. Das Kruzifix, du hattest mega Glück. Hat es reagiert? Ja, ja, das Kruzifix hat so... hat angefangen zu glühen, Alter. Boah, die will naschen. Was könnte das sein? Er spielt sehr viel mit Strom rum, mit Licht. Ich sag, es ist ein Gin. Gin wäre eine Gefriertemperatur, aber irgendwie... so viel Licht, wie die anmacht, ne? Ja, ein Orb würde ich rausstreichen, glaube ich. Dots, Gregorio. Ja, ich gehe auch auf Gin. Kann ja nicht schaden. Ach nein, du fährst ohne mich. Was? Achso, du bist eh tot. Lass mich nicht zurück. Ja gar nicht. Deine Seele muss ewig an diesen Ort gebunden sein, bis die Reinigungseinheit kommt. Die Geisterputzer. Es ja, war ein Gin. Es war ein guter, alter, klassischer Gin. Das gibt richtig bei mir gerade. Ich hab 73 Alter, 772. $73 habe ich gekriegt. Das ist die 10%-Regel. Oh, Level 11. Spielzusammenfassung. Rein und raus. Zurückgelegte Strecke, 572,1 Meter. Ich bin richtig abgejoggt in der Bude da drin. Richtig, richtig schön. Ich habe richtig so einen filthy Jogger gemacht. Dieses so, ey, ich habe meine 10.000 Steps heute noch nicht, weißt du? Ich geh noch mal rein. Du hast nur noch 20%, aber meine Apple Watch sagt, ich bin faul. Gut, Freunde, das war mal wieder eine sehr schmutzige Folge Geisterjagd. Ja, richtig. Wenn ihr mehr Dreck sehen wollt, ihr wisst ja, bewerten, immer ganz fleißig bewerten. Ja, das ist überall, unser vor allen Dingen. Und ja, überall, auf allen Seiten und Parteien und kommentieren. Es kann auch was Dummes sein. Hashtag was Dummes. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschö. Tschüss. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries, G-Stoss, The Keuschmaker.
Wow, was ist denn das für eine Geschmacksauferständerung in meinem Mund? Hui, der milde, frische Geschmack unterdrückt meine Hormone. So komme ich nie in die Pubertät. G-Stoss, The Keuschmaker, mit drei tollen Geschmacksrichtungen. Magdalena Brommelbeere, hebräischer... Gott. Hebräischer Fruchtbrunnen und Mecker Ananas. Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries G-Stores The Keuschmaker. Wow, so eine vitalisierende Auferständerung hatte ich ja noch nie in meinem Mund. Und der milde Geschmack unterdrückt meine Hormone, sodass ich nie in die Pubertät komme. G-Stores The Keuschmaker, so lecker, kommt in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Magdalena Brommelbeere. So dummer Mann. Magdalena Brommelbeere. Ach, Moment, jetzt schaffe ich es. Jetzt habe ich es geschafft. Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von G-Stores The Keuschmaker. Wow, das schmeckt aber lecker. Hui, ich hatte noch nie so eine vitale Auferständerung. Und dabei werden meine Hormone sanft unterdrückt, sodass ich nie in die Pubertät komme. Moment. Oh, da hat sich mir irgendwas aufgehängt wieder. So, jetzt. G-Stores. 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 G-Stores.